Grüß euch Gott, Sepp ist da, Waldhandwerk. Ein paar schöne Sachen, da würde ich gerne zeigen, die ich gekriegt habe, die Tage. Herzlichen Dank an die Leute, die mir was geschickt haben. Anfangen tue ich mit Patrick Dasei. Das ist ein Facebook-Freund und ein Buschkraft-Freund. Der hat mir diesen, er ist aus Österreich, diesen österreichischen Stahlfeldbecher geschickt und geschenkt. Und nur ein paar Sachen. Richtig super. Lässt sich so recht kompakt und nicht einmal lärmend zusammenpacken. Ja, ist auf jeden Fall raffinierter, gescheiter wie das Aluminium allweil und hat halbwegs ein Fassungsvermögen. Also ich schätze mal leicht 600 Milliliter. Vielen Dank dafür, Patrick. Gefällt mir richtig. Als Exil-Österreicher. Wobei mir an den Becher beim Baras nicht mehr erinnert. Ich bin 1990 in Schwarzenberg-Kaserne gewesen, in Salzburg. Und hab dieses große nierenförmige Steck gehabt mit diesen drei Teile. Ich weiß nicht mehr, ob ich diesen Feldbecher gehabt habe. Aber jetzt habe ich einen. Also vielen lieben Dank. Gell? Und nur ein paar schöne Sachen. Schaut einmal diese tollen Zundermaterialien, die er gebaut hat. Das sind Wachs in Wachs eingelegte Watte oder Küchentücher. Er hat empfohlen, die Ecke, die man braucht, auszuschneiden, die ein bisschen platt zu klopfen, und auf so einer Stelle kann man es natürlich mit dem Feuerstarter entzünden. Also richtig, richtig super. Kurz für jeden Ausflug nimmst du zwei so Dinger mit und hast leicht eine lange Zeit genug. Na, mit Watte hast du das gemacht, ha? Echt stark. Was ganz Feines, oder da drinnen. Das ist Maya-Dust, also Kienspanstaub geraspelt. Habe ich noch nie entflammt. Und Wolle. Wolle ist natürlich auch ganz ein feines Material, was du jetzt so Kleinigkeiten hernehmen kannst, zum Beispiel mit Harz vermischen, dann kannst du das anzünden. Oder man könnte das in ein Feuerbündel geben, bevor man da die Glut drauf tut, weil die Glut eh so gern durch das Bündel verschwindet. Also ein sehr gutes Feinstzunderkit. Vielleicht kennt ihr es mir da helfen, er hat irgendwas geschrieben von einer Koppelschlaufe. Das wirkt wie ein verfilztes Material. Ich glaube, mal probiert es da hinten anzuzünden, aber hat nicht viel gebracht. Also könnte Wolle sein, weil es hat nicht wirklich gebrannt. Ich habe nicht gewusst, für was es ist. Also falls wer von euch weiß, für was man sowas verwendet, schreibt es mir bitte drunter. Ansonsten, ja, es ist fein verfilztes Material und jede Menge Zwirn ist drauf. Aber halt nicht, wenn ich wisst, was ich damit tun muss. Ich habe mich gefragt, was für eine Blutgruppe das ich habe. B habe ich gewusst, aber positiv oder negativ, bei mir wahrscheinlich negativ, aber ich habe es nicht gewusst. Jedenfalls voll nett, Patrick, danke. Er hat mir beide geschickt, werde ich da mal einen Doktor fragen, und wenn ich es weiß, dann kann ich mir das entsprechende immer irgendwo am Rucksack dazu hackeln, wenn ich wo unterwegs bin. Sehr schlau, gescheite Idee. Herzlichen Dank, Patrick. Last but not least hat er noch was Feines dazu da. Ein bisschen Weihnachtssache, was man ein bisschen was damit machen kann. Das ist Speckstein. Upsala. Einen davon hat er schon in Zahnform und durchbohrt, als Art Umhänger gemacht. Ja, könnte man sich so anhängen. Und ja, finde ich sehr schnicke. Bin ich gespannt, da ist auch schon eine Lochbohrung drinnen, wie sich dieser Speckstein noch bearbeiten lässt. Finde ich sicher ein paar Sachen, da ich gerne basteln, wo ich da was draus machen kann. Danke dir. Als nächstes noch ein ganz geniales Geschenk vom Rüsch Marco, den müsst ihr euch anschauen. Ein super Handdrill-Bodrill-Meister. Der hat mir so ein schönes Handdrill-Set gemacht. Zum Glut auffangen hat er das dazu geschnitzt. Und eine Spindel, die war länger, nur ich habe es zerbrochen. Entschuldige, Marco. Das war das Ergebnis davon. Ich habe es nicht zusammengebracht mit der kurzen Spindel. Und mit Gold ist dann auch nicht gegangen, habe ich es abgebrochen. Wurscht, ich werde es anflanschen auf einen geraden Stecker, und dann habe ich wieder eine schöne Spindel dazu. Aber du bist wirklich ein Meister deiner Sachen. Und was er mir auch noch dazu gegeben hat, war einiges an Hanf. Er hat eine Schnur draus gemacht, ich habe es eben zum, ich sehe schon ein bisschen so zum Feiermachen hergenommen. Ist ein super Material, mit dem man was entzünden kann. Ja. Marco, Rouge Marco, Survival Marco in Zukunft.
Links in der Beschreibung. Schaut es euch an und wenn ihr mögt, abonniert es. Ja. Als nächstes, liebe Leute, hat mich noch der Mischa Scheithauer, wisst ihr, der auf Facebook, Mischa Scheithauer, YouTube, Soul und Paracord, Linkshand in der Beschreibung, der hat mir wieder total schöne Paracord-Arbeiten für ihn geschickt. Schaut euch mal diesen ganz genialen Lanyards an. Ah ja, genau, steht es hier drauf, Soul und Paracord. Das ist einmal ein nettes Geschenk. Also, danke, hat man mir das gegeben, damit ich es auch verschenken kann. Können wir ja ein verstecktes Giveaway draus machen, wenn einer Interesse hat. Morgen kriegt die Susanne eins und der Dirk, weil mit denen triff ich mich, der kleine Naturbursche. Wenn einer von euch Interesse hat, schreibt mir auf dem deutschen Kanal da eine private Nachricht, ja, dass er interessiert ist. Sagt mir das Blaue, das Rot-Weiße, was ihr haben möchtet, und für die paar, die mir schreiben, wird einer gezogen. Ja? Kann sich eins davon aussuchen. Schicke ich euch. War schon wieder. Es weihnachtet. Man sieht es schon an die Geschenke. Vielen herzlichen Dank auch fürs Zuschauen. Überhaupt das ganze Jahr, was ihr mir da auf dem Kanal auch folgt. Das gefällt mir sehr. Wie soll ich das jetzt formulieren? Der Kanal ist so mein, so wie ich angefangen habe auf YouTube. Ich habe mit 108 deutsche Videos angefangen, aber keiner wollte sehen. YouTube ist Englisch, geht auf zu myvideo.de, wenn du nur Deutsch kannst. Das war der Auslöser, wo ich dann umgestellt habe auf dem anderen Kanal. Ja, wurscht, war auch ein bisschen früh genug unterwegs mit den ganzen Buschkraft und so weiter. Jedenfalls, da bin ich wieder, wie ich eigentlich angefangen habe. Ein bisschen aussehen, ein bisschen was herzagen. So macht es schon auch viel Spaß, als wäre aber großes Filmemacherei und so weiter. Schön, dass ihr da zuschaut. Herzlichen Dank. Schönen Advent. Sepp, Wort und Werk für euch und geht's aus. Ciao, servus.